Gemeinde, es gibt Neuigkeiten von uns. Ab dem 15. September dieses Jahr werden wir sesshaft werden und werden uns von unserem Wohnmobil aus um einen wunderschönen Stellplatz und Campingplatz kümmern. Diesen Platz stellen wir euch jetzt vor. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mehr im Wohnmobil kochen werde. Wir werden weiterhin im Wohnmobil leben.
So, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen Eindruck von dem wunderschönen Campingplatz zeigen. Und ich muss jetzt nochmal dazu sagen, die kleinsten Stellplätze sind 8 Meter breit, 10 Meter tief. Das sind die kleinsten, das sind wirklich Komfortplätze. Das ist wirklich selten, dass man sowas überhaupt hat. Ja, das Wichtigste ist, Inge und ich werden hier ja, die gute Seele sein. Wir werden Ansprechpartner sein für alles. Wir wollen hier auch noch sehr, sehr viel machen. Das ist jetzt wirklich der Anfang. Wir haben wirklich ganz, ganz viel vor. Das werden wir dann auch immer mal zeigen im Video. Und das Wichtigste ist, wir möchten euch jetzt die Betreiber ja, vorstellen, die das hier alles ermöglichen, die das hier gekauft haben. Und ich würde mal sagen, ihr werdet wirklich staunen, wer das ist. Bitte. Ja, liebe Camperfreunde, wir haben das Risiko gewagt und haben einen Stellplatz erworben, gar nicht weit hinter der dänischen Grenze. Ein wunderschöner, ruhiger Platz mit sehr, sehr großen Parzellen. Hier kann man sich wirklich erholen, kann Ruhe haben, kann in Ruhe grillen, kann sich ausbreiten, die Fahrräder neben das Wohnmobil stellen. Also eigentlich alles das, was wir uns auf anderen Plätzen immer gewünscht haben. Wir versuchen jetzt, den Platz etwas so zu gestalten, dass er möglichst für alle Leute die Ansprüche erfüllt. Es soll in Zukunft einen Brötchenservice geben. Wir werden versuchen, einen kleinen Lebensmittelshop einzurichten. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Im Moment muss man noch alles mitbringen, was man braucht, um hier eine schöne Zeit zu verbringen. Der nächste Kaufmann ist allerdings auch nur 3 Kilometer entfernt, sodass es kein Problem ist, sich mit allem Notwendigen zu versorgen. Wir hoffen, dass ihr uns hier besuchen kommt. Wir hoffen, dass ihr es weitererzählt, dass es hier sehr schön ist. Zu erwähnen wäre noch, dass ihr wirklich alles vorfindet, was ihr braucht. Eine Entsorgung mit Bodeneinlass, einen schönen Aufenthaltsraum, eine Küche. Man kann sich hier mit mehreren Wohnmobilen treffen, kann die Räumlichkeiten dafür nutzen, wenn es mal nicht so warm ist, wie man sich das vorstellt. Also der Platz wird rund um das ganze Jahr geöffnet sein. Ihr findet sicherlich einen Anlass, uns zu besuchen.